Die Diagnose Parkinson betrifft nicht nur unsere Patientinnen, sondern auch deren Familien. Pflegende Angehörige, sogenannte Caregiver, koordinieren Arzttermine, helfen bei der Medikamenteneinnahme, leisten Grundpflege und sind eine wichtige emotionale Ressource für unsere Patientinnen. Hierbei erhalten Caregiver wenig Unterstützung und sind durch die zeitliche und emotionale Belastung stark gefordert. Ein Drittel der pflegenden Angehörigen wird vorzeitig berentet, 80% der Caregiver sind Frauen. Die resultierende Belastung wird als Caregiver-Burden bezeichnet. Der Caregiver-Burden führt zu familiären Konflikten, gefährdet die physische und psychische Gesundheit der Caregiver und kann so auch die Lebensqualität der Parkinson-Patientinnen verschlechtern. Aus diesem Grund möchten wir Caregivern von Parkinson-Patientinnen ein maßgeschneidertes psychologisches Stressbewältigungstraining anbieten. Die Intervention basiert auf dem in unserer neurologischen Tagesklinik bereits seit 6 Jahren erfolgreich etablierten Gruppentherapieprogramm für Parkinson-Patientinnen. Wir möchten uns herzlich bei der Deutschen Hirnstiftung für die diesjährige Förderung bedanken. Es ist uns eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten. Sie ist nicht nur eine Anerkennung unserer bisherigen Arbeit, sondern ermöglicht uns als Anschubfinanzierung auch die Möglichkeit, in der Zukunft die Parkinson-Versorgung weiter zu verbessern. Die Verleihung des Förderpreises motiviert uns zudem, die innovative Zusammenarbeit zwischen Neurologie und Psychotherapie weiter zu stärken.